Wir sind heute auf dem Account von Giant. Das liegt aber nicht daran für ein Teambuilding, Opening oder sonst was. Nein, heute gehen wir ganz normal mal auf was ein. Was heißt normal? Ja, ich möchte euch einfach mal zeigen, wie ein Fortschritt aussehen kann. Aber warum? Ja, warum suche ich mir gerade diesen Account jetzt gerade aus, um überhaupt ein Video dafür rauszumachen? Ja, das liegt ganz darauf, ihr wisst, ich bin eher so einer, der konzentriert sich mehr so Richtung RTA, ja, Guides sind nicht so mein Ding, also Guides bin ich echt nicht so der, eigentlich bin ich da sehr schlecht drin, aber im Großen und Ganzen, ich fokussiere mich eher so ein bisschen auf RTA, ja, bei ihm kann man da einen sehr guten Fortschritt sehen, ja, und das in einer sehr kurzen Zeit. Wenn ich jetzt seinen Tower finden würde, wäre jetzt nochmal ein bisschen schöner, da. Okay, wir schauen uns einmal sein Profil an, ja. Er ist G1 gerade in RTA. Letzte Season war er C1 in der RTA. Er spielt seit 513 Tagen. Das erste Mal G1 gehittet, da war er noch unter 500 Tagen, das weiß ich noch. Ja, er hat Arena C3, Weltarena gerade C1 abgeschlossen. Wir sehen es gleich, er ist aber G1 gerade in der Arena. Sonderliga C2, Gildenkampf, gut, das kam jetzt mit uns, G3, glaube ich. Also, ich weiß nicht, ob es von uns kam, aber ich weiß, dass wir G3 gehittet haben. Belagerungskampf, G1, neu relativ Standard, das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Normal, TOA schwer und, normal und schwer TOA durch, aber das ist bei 500 Tagen. Ich muss sagen, ich habe mit 500 Tagen nicht mal TOA hart geschafft, aber da gibt es weitaus bessere, sage ich mal, ja, die da einen höheren Fortschritt haben. So, mir geht's wie gesagt, hauptsächlich um die Weltarena. Weltarena G1. Schauen wir uns mal die Win-Lose-Rate an. Mit 53,7%. Er spielt sehr viel. Er ist sehr aktiv. Das kann ich auch bestätigen. Ja, also gefühlt ist er Dauer-Online. Aber wie hat er das jetzt geschafft? Wie hat er das geschafft, nach 500 Tagen G1 zu schaffen in der Weltarena? Das ist erstaunlich. Beziehungsweise das ist der Grund, weswegen ich über ihn ein Video mache. Weil im Großen und Ganzen soll es euch anfixen, RTA-technisch, ja, wenn, abgesehen von den Monstern oder Runen, das Verstehen, das ist wichtig, ja. Wir können uns die Runen einmal angucken. Ich habe auch Gameplay vorbereitet und so, ja, damit ihr seht, wie er spielt. Wie gesagt, ich habe gleich noch ein Q&A mit ihm. Ja, also, da sehen wir sehr viel gleich. Ich weiß, dass er sehr viel mit Meta-Monstern spielt. Wie gesagt, dazu kommen wir gleich zum Q&A nochmal genauer, weil das Q&A beantwortet nochmal die Fragen richtig. Ja? So, ich weiß, dass er zum Beispiel viel mit Wasserrio spielt. Ja, das sind die Runen von Wasserrio. Der ist jetzt nicht mehr wirklich fast. Speed, Crit Damage, Attack. Okay. Die Runen sind, ja, weitestgehend okay. 71 ACC, sehr, also in Anführungszeichen squishy, ist aber halt auch auf Damage. Ist fine. Das ist eigentlich ganz cool. Was ist sein schnellstes Monster? Oki zum Beispiel spielt er auch sehr viel. Sehr langsamer Oki. Holy shit, ist der langsam. Speed, Crit, Damage, Attack. Ist ein Damage Oki? Wow, der ist echt langsam. Okay, Changpeng benutzt er viel. Ich sag mal, das sind so die Meta-Monster. Ja, viele sagen jetzt, mit diesen Monstern schaffst du easy G3. Nein, nicht unbedingt. Ja, nicht unbedingt. Ich kenne jemanden, aber er spielt auch nicht so krass aktiv. Vielleicht liegt es auch daran, ja. Der hat genau dieselben Monster, spielt aber nicht in G1. Aber wie gesagt, ich schätze, das liegt auch viel daran, dass er nicht so aktiv spielt wie er. Ja, er spielt wirklich sehr aktiv, RTA, aber generell sehr aktiv. So, und mit Ragdoll und so spielt er viel die Frigate. Ja, okay, das ist ein schönes Set, ist ein sehr schnelles Set. 100 Rest-Set, das ist auch krass. Speed HP, okay, mit der Rest-Rune, okay. Sehr schön, also das ist ein schönes Set. Das ist, glaube ich, sogar schneller als mein schnellstes Set. 26, 29, 24, 33. Ah, wobei, kann ich nicht sagen. Ja, wenn ich hier die Runen bei mir abzwecke, auch mit 32 und ich glaube hier auch so mit 29, so kann sein, dass ich ungefähr auf selber rauskommen würde mit meinem schnellsten Swift-Set. Okay, das ist ein schnellstes Monster. Eine Fregatte. Savannah sieht sogar, das ist echt, das ist auf Swift. Okay, krass. Also das ist echt, Das ist eine C1 Savanna, wenn nicht sogar F3 Savanna. Also das ist keine gute Savanna. Aber spielt der viel mit Savanna, weiß ich gerade gar nicht. Aber das ist keine gute Savanna auf Swift, muss man sagen. Also da gibt's wesentlich bessere Savannas. Die ist echt nicht gut. Barbara
Die ist auch, okay, die ist auf, die sieht schon eher so neutrale, das ist so eine normale Savanna, die sieht man, das ist so vom Runenstand her so C1, C2 Savanna. Ja, also das ist so, Barbara, das ist so eine normale Barbara, das ist nichts krass Besonderes. Also was ich euch hiermit jetzt gerade sagen möchte, weswegen ich die Runen hier so ein bisschen zeige, mit der, wegen dem Monster, mit denen der auch so ein bisschen spielt. Okay, das ist auch ein cooles Set, ah, Swift, okay, wäre das Qual, wäre es nochmal geiler. Speed, Kritrate, Attack. Okay, das scheint sein zweites schnellstes Set zu sein. Ja, das ist okay. Ja, es ist okay. Wenn ich das jetzt mal vergleiche, glaube ich, ich habe bessere Swift-Sets auf jeden Fall. Vio-Sets meine ich auch. Also, wenn man das jetzt mal so vergleicht, ja. Er hat nicht die Bomben-Runen. Das sind keine Bomben-Runen, die er hat, tatsächlich. Ja, das ist so Durchschnitt. Wenn ich jetzt mal so den Runen-Durchschnitt mache, von denen, die ich jetzt gesehen habe, so grob, ist das der Durchschnitt von C1, C2-Spielern. Und dann kommt natürlich noch der Faktor dazu, dass er natürlich jetzt gerade die Monster hat, die Meta-Monster mit Ryu, Oki und Chongpong und so, ja. Also er hat so ein bisschen die Meta-Monster, aber das macht kein G1 aus. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wenn er, sagen wir mal, standardmäßig jetzt C1 gespielt hat, das ist auch ungefähr der Runenstand. C1, vielleicht C2. Das ist der Runenstand. Der Runenstand ist so hoch. Derzeit, schon einmal mit antiken Runen, dies, das, Re-Apps, bla, der Runenstand hat sich über die Jahre sehr hoch entwickelt, ja. Das waren früher wahrscheinlich bombenkrasse Runen, wo es noch keine Aufwertungssteine oder ähnliches gab. Jetzt ist es aber so, der Standard hat sich echt erhöht. Du kriegst so viel, ja, mit Aufwertungssteinen, du kannst so krass cashen, wo du so einen krassen Fortschritt dir holen könntest. Ja, und da ist es so, diese Runen, das ist ungefähr mein Stand. Ein bisschen, ich würde sogar ein bisschen schlechter. Ein bisschen schlechter, weil zumindest was Speedwerte angeht. Ja, wenn ich mir nur die Monster angucke. Ja, ich weiß nicht, was er noch im Lager hat oder so. Aber wenn ich mir jetzt nur die Monster angucke, sind das für mich Monster, Runen technisch, die schlechter sind als meine Runen. Wie gesagt, der Faktor Ryu, Oki und Chongpong, weil das ja derzeit Meta ist, jedenfalls sogar mit Garni etc., ist derzeit sehr Meta-lastig vertreten. Ja, macht auch mit Sicherheit einen Rang aus. Sagen wir mal so 1 bis 1,5 Ränge machen diese Monster aus. Ja, macht aber kein G1 aus. Und G1, dieser Schritt, das ist das Verstehen. Ja, und das ist das, was ich immer in meinem Teambuildings versuche, zu euch zu erklären. Auch wenn ich euch ein Team baue und auch wenn die Runen okay sind, wo ihr dann C1 hitten könntet, das bringt euch nichts, wenn ihr es nicht versteht, was da passiert. Und er weiß genau, was er macht. Ja, er weiß, was er macht. Und also in den meisten Fällen. Vielleicht nicht immer, aber in den meisten Fällen weiß er, was er macht. Und dadurch schafft er das. Mit diesen Runen. Und diese Runen, die sind nicht mega gut. Ja, wie gesagt, vom Niveau her würde ich sag mal, Durchschnitt C2, 1 Weltarena, ne? Das Können des Teams, ja, du weißt, du musst das, dies, das, man, da prozentmäßig vielleicht 20%, ja, also das ist meistens, ergibt sich von sich selber. Lack und so ist da auch noch viel mit drin, aber im Großen und Ganzen geht es mehr bei Comtours, also hier bei Comtours, bei Summoners War ist mehr eine Sache des Verstehens. Das Verstehen, das ist ein hohes Level. Ja, das ist ein Strategiespiel. Ein Strategiespiel musst du verstehen. Viele sagen, ja, Monster hier, Monster dies, das, jenes, bla. Ja. Das ist, in den meisten Fällen kannst du, klar, die Monster machen einen Teil aus. Die machen einen Teil aus deines Rangs, ja. Aber die machen nicht alles aus. Ja, das Verstehen ist das Wichtigste. Ja, manche Sachen sind natürlich OP, ein bisschen broken. OP würde ich, sage ich nicht, ich finde kein Monster OP in diesem Spiel. Broken, okay, sagen wir mal so ein bisschen unfair, ja, aber mega OP sehe ich hier nichts. Außer das, was OP sein kann in diesem Spiel, sind die Runen. Und das ist auch das Einzige, was du dir wirklich cashen kannst. Ja, aber monsterlastig, also nur von den Monstern, ohne Runen, ohne alles, wenn du das Monster so hast, sind die alle gut. Sind die alle okay. Ja, das wichtig, manche Skillsets sind ein bisschen besser, manche sind ein bisschen schlechter. Das ist normal, das ist in jedem Spiel so, außer in Shootern. Aber da sind die Waffen auch mal besser, mal schlechter. Das ist im Großen und Ganzen weitestgehend entfernt, kann man es ein bisschen damit vergleichen. Aber im Großen und Ganzen sieht man das eher so ein bisschen wie so ein Kartenspiel. Ja, und die Monster sind die Karten und da gibt es gute Karten, gibt schlechte Karten. Das ist normal. Ja, das ist normal. Deswegen dieses Prinzip ist eigentlich vom Prinzip Monster her. Bis auf, wie gesagt, er hier, der ist schon, der grenzt sehr stark an OP-ness ran in meiner OP-ness, nicht OP-ness, ja.
auch ein bisschen dran an. Und da muss ich sagen, ist okay. Ja, das ist so der einzige, finde ich persönlich. Gut, er hat die Metamonster, aber wie gesagt, das machst du vielleicht anderthalb Ränge aus. Ja, sagen wir mal, er würde C1 sein, würde er C2,5 sein. Ja, nur von den Monstern her. Mit den Runen, wie gesagt, ist auch so eher C1, C2 Niveau. Sprich, den anderen eineinhalb Rang muss er durch Können geschafft haben. In meinen Augen. Und das könnt ihr auch. Mir wurde einmal gesagt, meine Runen sind Niveau F3 C1. Von einem Spieler, der in einer Legend-Gilde war. Ich weiß nicht, ob er immer noch da ist oder wieder da ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das wurde mir gesagt. Mal, von ihm. Und dass mein Rang nicht auf meinen Runen zurückzuführen sind. Sondern eher vom Verstehen her. Mag sein. Und das in 500 Tagen. Das ist ja das Krasse daran. In 500 Tagen Playtime. Und er hat nicht mal die 500 Tage gespielt. Deswegen kommen wir jetzt mal zum Q&A. Okay. Ich werde das wahrscheinlich hier auch nochmal einblenden, damit ihr das ein bisschen besser seht, ja? Also, die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, und das ist, denke ich mal, die Frage, die jeden am meisten interessiert, wenn er sowas sieht, ja? Hat er gecached? Also, meine Frage war, hast du gecached? Wenn ja, wie viel und wofür? Ja, das heißt nicht, wenn man sich was holt, dass man das auch direkt investiert in etwas, was einen großen Fortschritt bieten kann. Dazu hat er gesagt, ja, habe ich. Allerdings habe ich erst angefangen, Geld zu investieren ab einer Spielzeit von 200 Tagen. Denn ungefähr einen Wert kann ich dir nur nennen und der sollte mal, also ungefähr 800 Euro jetzt liegen. Wenn ich Packs hole, sind das eigentlich nur die Tagespakete 2 und ich investiere lieber in Devilmons und Kristalle, weil es an Devilmons ranzukommen dauert lange und Skill-Ups sind meist zu wichtig. Alle anderen Schriftrollen, also alles andere, in Klammern Schriftrollen, Aufwertungssteine, sind viel Glücksspiel, dass dort was Gutes kommt. Dann lieber Kristalle zum Farm und Devilman zum garantierten Skill-Up. Ja, ihr seht was, ihr merkt ihr was. Ja, er hat keine krassen Pakete geholt, wie Aufwertungssteine. Also, was sind diese übelsten Whale-Pakete? Ich glaube, die haben wir gerade gar nicht. Die Aufwertungssteine-Pakete, die Uhrzeit-Pakete, die Runen-Pakete. Das sind die Whale-Pakete. Ja, mit diesen Paketen, wenn du dir alle 5 immer wiederholst, hast du den höchsten Fortschritt auf Dauer, was Runen, Aufwertungssteine zum Reappen, das ist das Wichtigste oder das Beste in diesem Spiel. Und die Gems, wobei man, wie gesagt, auch für die Runen farmen kann und für die Uhrzeitdinger, ja, machst einfach Raid, ja. Aber das beschleunigt alles. Das ist dieses Ding. Es beschleunigt. Und das ist dieses Pay-to-Win-Prinzip. Pay-to-Win ist nur beschleunigt. Es beschleunigt es. Es gibt dir keinen mega krassen Fortschritt, weil du alles auch so erreichen könntest. Es dauert nur einfach 13 Jahre im Gegensatz zu einer Woche. Das hier, das hat er sich, das holt er sich. Ja? Das Tagespaket 2 holt er sich. Das sind 30 Euro, glaube ich, oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja? Und das sind keine Pay-to-Win-Pakete. Also das, ja. Also das, was ist Pay-to-Win-Pakete? Gut, du hast mehr Potenzial zum Farmen. Mehr Kristalle, dies, das, ja. Ansonsten, Devilmon-Pakete, ja. Das ist das hier. Hat er sich jetzt, glaube ich, zum Beispiel gar nicht geholt. Devilmon-Pakete gibt halt Devilmons zum Upgraden der Skills, was auch gut ist, ja, weil viele Netfives ohne Skill-Ups gar nicht funktionieren. Gehen wir weiter. Denkst du, es lag an der Season, dass du, also meine Frage, denkst du, es lag an der Season, dass du so viel Erfolg in der RTA hattest? Seine Antwort? Diese Season habe ich sehr viel Erfolg durch die vorhandene Meta, da haben wir ja gerade schon drüber geredet. Ich spiele sehr oft Wasser, Rio, Wind, Pinsel und Oki. Und jeder weiß, wie strong diese drei momentan sind. Aber warum nicht nutzen, wenn man die Monster hat? Eben. Und das ist das Ding, weswegen ich auch immer denke, wenn ich jetzt zum Beispiel Kommentare wegen, ja, Gianna, dies, das, dann denke ich mir, ja, ich hab sie. Warum sollte ich sie ja nicht benutzen? Wisst ihr, was ich meine? Es ist natürlich, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon diese Monster, die er hat, sind natürlich meta-lastig gerade vertreten. Aber diese Monster geben einen nicht G1.
Ja, da fehlt noch das Verstehen für gegebenenfalls ein paar Runen. Ja, wie gesagt, die Runen von ihm sind durchschnittlich C1, C2 vielleicht. Und die Monster machen so anderthalb Rang aus. Dann ist er C2,5. Fehlt trotzdem noch anderthalb Rang bis G1. Wisst ihr, und das ist eher Verstehen. Dein Fortschritt ist ja erstaunlich für 500 Tagen Playtime. Wusstest du direkt vom Beginn an, was das Richtige ist zu machen? Seine Antwort war aber, vom Beginn an nicht, nein. Aber anfangs war es ein Zwischendurch-Game, was ich mal ab und zu gespielt habe. Dann kamen die ersten Erfolge, die ich erreichen wollte. Zuerst Story durch, dann alle Dungeons und Herausforderungen abschließen. Tür A war am Anfang sehr schwer, aber ich habe mir sehr viele Tipps und Tricks angesehen aus YouTube, wie man welche Monster einsetzt und wie man was machen sollte. Das hilft sehr am Anfang. Und das ist wieder so ein Punkt, ja. Das kann man ein bisschen mit mir vergleichen. Ja, ich habe auch, ich habe 2016 angefangen, aber ich habe erst richtig angefangen zu spielen letztes Jahr. Ja, also man kann meine Playtime auch nicht mit der richtigen Playtime vergleichen. Und seine, er hat 500 Tage und du kannst nicht sagen, er hat vor 500 Tagen angefangen zu spielen, weil der Anfang gar nicht richtig gilt. Ja, gehen wir mal so 100 Tage, 250 Tage nochmal weiter weg, dann ist er vielleicht grob, sagen wir mal, jetzt bei 400 aktiven Spieltagen. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist erstaunlich. Für G1 Arena in 400 Tagen. Das ist erstaunlich. Hast du früh Monster gezogen, die dir das Spiel erleichtert haben? Antwort: Ja, habe ich. Für Tür A habe ich sehr früh Verrat bekommen, der mir dort vieles erleichtert hat. Mit knapp 100 Spieltagen konnte ich so Tür A und Tür A Hard 100 abschließen. Nach 100. Okay, da gibt es aber auch welche, die sind schon ein bisschen schneller. Ja. Das Ding ist bei Verrat. Verrat braucht man nicht. Brauchst du nicht. Tyran ist in der Hinsicht theoretisch gesehen sogar viel besser als ein Verrat. Also klar, Tyran ist jetzt nicht Free-to-Play. Aber ihr braucht nicht unbedingt Net5s. Braucht ihr nicht. Nicht mal ansatzweise. Ja, es gibt so gute Alternativen. Man muss sich nur mal informieren, wie er sagt. Informiert euch. YouTube oder Streams. Beste Anlaufstelle. Die beste Anlaufstelle. Und da gibt es so viele Videos, die ihr euch reinziehen könnt für Early-Game-Spieler, um aktiven Fortschritt zu machen. Okay, jetzt kommt eine lange Antwort. Meine Frage war, worauf hast du dich am Anfang fokussiert, dass dein Progress so hoch ist für die Zeit? Antwort: Anfangs war es, wie gesagt, nur, dass ich alles abschließen wollte aus den Herausforderungen und alles, was PvE betrifft. Wichtig ist eigentlich nur ein gutes Dungeon-Team zu erstellen und Runenfarm ohne Ende. Ich habe erst später angefangen, Arena zu farmen. Für die Tower. Ja, ich weiß, dass die sind, soweit ich weiß, nicht mal Max. Attributstower sind nicht Max. Attack ist Max. Speed ist Max. Gefahr und Crit Damage ist Max. Death ist nicht Max. Und die Attribute. Also selbst da bin ich weiter. Wisst ihr, was ich meine? Arena zu fahren, die Tower. Das ist auch mit das Wichtigste in diesem Spiel, weil sie dir einen erheblichen Bonus geben. Ich habe mich erkundigt, welcher Tower anfangs am meisten Sinn macht. Wie gesagt, erkundigen ist wichtig, Leute. Ich habe Speed und Crit Damage Tower zuerst auf Max gemacht. Empfehlen kann ich die Reihenfolge Speed, Crit Damage, Attack, HP, Death. Ist richtig. Die wurde mir damals auch gesagt, die soll ich zuerst machen. Und dann die Element Attack, richtig. Als ich PvE abgeschlossen habe, war mein Ziel, PvP besser zu werden. Ich habe Monster gebaut, nur noch auf diesen Bezug hin und besser zu werden. Die erste Season war ich F2 und dann F3, dann C1. Und jetzt zwischen C3 und G1. Wie gesagt, das ist erstaunlich, ja. Also wo der Wille ist, ist auch ein Weg. Sagt man das nicht so? Und das trifft es hier ganz gut. Ich habe sehr viel gespielt in der Welt Arena, um besser zu werden, was Picks und Bann angehen und ein Spielverständnis zu entwickeln. Monsterfähigkeiten zu erkennen und auskontern können ist einfach zu wichtig. Auch wichtig, aber das erst in den höheren Rängen zu wissen. Welches Base Speed, welches Monster besitzt und was der Gegner vorhat für First Turn ist sowas sehr hilfreich. Ja, ich spreche aus Erfahrung, kommen wir gleich zu. Beim Picken von ungefähr 3 Core-Monster merkt man nach einer Weile, welchem Gegner-Picks vom Gegner kommen. Ich habe mir darauf einige Konter-Monster gebaut, bei denen ich die meisten Schwierigkeiten habe. Meine Runenquali ist natürlich nicht die beste und ich muss sehr viel ausgleichen, was die Runenquali des Gegners betrifft. Ja. Und das ist Spielverständnis. Ja, das ist Spielverständnis.
Der hat es selber jetzt nochmal gesagt. Und das ist tatsächlich einfach Spielverständnis. Er hat nicht die besten Runen. Er hat ein Niveau von vielleicht C1, C2 maximal. Ja, sind die Runenquali von ihm. Wenn bei mir der Stand C1, F3 Runenquali ist, dann müsste er sogar noch F3, F2 haben. Wenn man das so weit Glauben schenken kann. Das ist erstaunlicher Progress. In meinen Augen. Ja, es sind jetzt keine 64 Spieltage, aber dafür alles im PvE clear. Darum geht's gar nicht. Es geht um die Weltarena in grob 400 Tagen. 3 Season. Ich spiele gerade meine 3. Season. Und ich spiele C1. Aber ich spiele, wie gesagt, auch nicht aktiv. Nicht so aktiv. Ja. Aber dieses Verstehen, das kommt mit der Zeit. Er hat selber gesagt, am Anfang ist es noch nicht so krass wichtig. Aber umso höher du kommst, du musst wissen, was die machen. Und ich habe einmal gegen ihn gespielt. Und ich wusste nicht den Base Speed von Fregatte. Und ich habe so reingeschissen, weil ich dachte, er ist vom Base Speed her viel schneller. War er aber gar nicht. Ich habe ihn auf 116 getippt, aber er war auf 108. Und dadurch habe ich den Kampf verloren. Weil ich nicht wusste, wie hoch der Base-Speed von Fregatte war. Ich hätte ihn so easy auscountert. So easy outspeeded. So easy. Aber ich habe mich einfach vertan mit dem Base-Speed. Und dadurch habe ich ihn gebannt. Was ich nicht mal machen musste. Weil ich ihn sowieso... Ich hätte den First Turn gehabt. Weil ich ihn einfach viel schneller eingeschätzt habe. Und das ist Spielverstehen. Ich habe das Spiel verloren gegen ihn. Weil ich dachte... Der Fregatte war schneller. Ja, natürlich, im ersten Augenblick sehen die Runen gut aus. Vor allem für Leute, die wirklich unten und weiter unten spielen, ja. Aber im Großen und Ganzen, die Runen sind nicht gut. Also sie sind gut, aber sie sind nicht super gut. Nicht G1-würdig, nennen wir es so. Nicht G1-würdige Runen, auf keinen Fall. Never. Ne, never. Gut, ich bin durch. Ich hoffe... Ich konnte euch so einen kleinen, also es ist mir so ein kleiner Ansporn gewesen, ja. So ein kleiner Ansporn, euch mal in die Richtung zu lenken, was man schaffen kann in 500 Tagen Playtime minus, sagen wir mal grob 100, sagen wir mal 400 Playtime, weil er am Anfang genauso rumgedödelt hat wie ich, ja. Informiert, am Anfang spielt man sowieso erstmal ein bisschen gucken, gefällt einem das Spiel, so, ne, das ist normal. Ja, aber wenn ihr merkt jetzt gerade, ihr guckt euch das Video an und ihr merkt, das Spiel interessiert mich richtig, informiert euch, wo ihr was braucht. Wenn ihr keinen DB-10, also ich würde am Anfang 10 gehen, dann erstmal ein bisschen 10 farmen, dann irgendwann auf 12, nebenbei das Trigger-Rot-Team bauen, die Inugamis kriegst du hier, farmen sie dir hier, bis du die fertig hast, hast du die Runen. Hier, da, farmt ihn hier, mit Skill-Ups für die Dings, bis ihr das habt, habt ihr locker mindestens ein Set fertig schon mal. Ja, und dann kommt noch das Zweikerwecken von 3 Inugamis, bis ihr das fertig habt. Habt das zweite fertig. Ja, und dann baut ihr noch Kunit, bis ihr den habt, den dritten fertig gefarmt. Vom Set her. Ja. Es geht. Ihr müsst nur am Ball bleiben. Ja, und aktiv. Ich will nicht sagen, spielt 24-7 Summoners War, das will ich euch nicht antun. Aber versucht aktiv zu spielen, täglich zu spielen. Macht wenigstens so ein bisschen was. Ohne Fleiß kein Preis. Ja, also ihr müsst da ein bisschen was machen. Ansonsten kommt ihr nicht weiter. Das ist dasselbe wie mit dem Teambuildings. Ich kann euch Teams bauen. Ich kann euch auch die Runen. Bringt aber im Endeffekt nichts, weil 1,5 Ränge macht das Verstehen aus. Und wenn ihr es nicht versteht, kommt ihr auch nicht über F3. Ja, weil diese 1,5% fehlen. Ja, des Verstehens, um eventuell C1 zu erreichen. Gut, ich bin durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.